Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Nachrichten und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Baut Mercedes-Benz ab 2022 wirklich nur noch elektrifizierte Fahrzeuge und was steckt hinter diesem Plan? Eine richtig fiese Strafe habe ich entdeckt, und zwar ist der betroffene VW in Amerika. Ein krasses Video habe ich dazu. Und dann stellt sich die Frage, ob es beim Tesla Model 3 ein Raingate gibt. Wir schauen uns die Bilder an und ich erkläre, worum es da im Detail geht. Gehen wir zu den E-Auto-News. Bei electrif.net habe ich einen interessanten Artikel über den Rechnungshof gelesen. Und zwar rügt dieser die Bundesregierung. Also anders als electrif.net hier sagt, wird nicht der Umweltbonus gerügt, sondern die Bundesregierung und ihre Tätigkeit in diesem Rahmen. Denn laut dem Bundesrechnungshof ist das Bundeswirtschaftsministerium bei der Auswahl oder bei der Gestaltung des Umweltbonus nicht unbefangen und neutral bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben gewesen, sondern hat sich hier viel zu sehr von der Automobilindustrie beeinflussen lassen. Die Rechnungsprüfer bemängeln, dass der Umweltbonus zum einen in der Höhe reduziert wurde und zum anderen der Anteil der Autohersteller häufig auch durch den Abzug von anderen Rabatten egalisiert wurde. Sprich, letztendlich kostet der Umweltbonus den Autohersteller gar nichts und die Steuerzahler dann den anderen Teil. Was auch noch bemängelt wird vom Bundesrechnungshof ist, dass viel zu viel Personal nötig ist, um den Umweltbonus im Bundeswirtschaftsministerium zu bearbeiten. Das heißt, das Ganze wurde ja auch noch geprüft vor der Rückabwicklung der 800 ausgezahlten Umweltbonus an die Tesla-Fahrer. Die Bilanz wird jetzt noch deutlich schlechter sein. Noch eine kurze Ergänzung zum Thema Rückforderung vom BAFA-Umweltbonus für Tesla Model S. In den Kommentaren kam die Frage, ja, warum klagen denn jetzt so viele Tesla-Fahrer? Das macht doch gar keinen Sinn. Der Hintergrund ist nochmal, also falls du betroffen bist, ne, wenn du die Abtretungserklärung unterschreibst und von Tesla den Umweltbonusersatz bekommen willst, dann verpflichtest du dich, alle Mittel auszureizen, um dem Widerspruch, wenn dem nicht stattgegeben wird, zu widersprechen. Also das heißt, dass du den Klageweg eingehst. Bedeutet, Tesla gibt dir zwar die 2000 Euro, verpflichtet dich aber dazu, dass du, wenn dein Widerspruch nicht, also dein Widerspruch nicht stattgegeben wird, dass du dann klagst. Und wenn du verlierst, dann zahlst du sozusagen die Kosten des Verfahrens. Vermutlich sind da so um die 1500 Euro. Das ist ein Verwaltungsgerichtsverfahren, das ist nicht ganz so teuer, hängt aber vom Einzelfall ab. Das heißt, im schlimmsten Fall kann es sein, dass du sozusagen 1500 Euro der 2000, die du von Tesla bekommen hast, noch investieren musst. Also es ist kein Nullsummenspiel, es ist nicht so easy peasy. Tesla gibt dir das Geld für den Umweltbonus, den du an das BAFA zurückzahlen musst, sondern es kann im schlimmsten Fall darauf hinauslaufen, dass du weniger Geld hast als vorher. Nämlich, du musst die 2000 Euro zurückzahlen an das BAFA, du musst die 1500 Euro zahlen für das Gerichtsverfahren und den Anwalt und du bekommst von Tesla nur 2000. Das heißt, du hast entsprechend, je nachdem wie das ausgeht, dann einen Verlust von 1500 Euro. Das nur mal so zur Verdeutlichung und das ist auch der Grund, warum so viele Tesla Fahrer klagen müssen, weil sie sich verpflichten, wenn sie den Umweltbonusersatz von Tesla bekommen. Ganz interessant fand ich den Artikel von electrif.net zum steigenden Plug-in-Anteil bei Politikerdienstwagen. Es ist so, dass ich auch einige Kommentare wieder unter verschiedenen Videos hatte zum Thema Plug-in-Hybrid. Und ich muss sagen, bisher war ich so, sagen wir mal, neutral bis zurückhaltend Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen gegenüber. Mittlerweile muss ich sagen, sehe ich sie immer kritischer. Es gibt, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, den Anwendungsfall, in dem ein Plug-in-Hybrid
Sinn machen kann. Das heißt, wenn du überwiegend elektrisch fährst und gelegentlich mal den Verbrenner brauchst, den Verbrennungsmotor, um eine gewisse Reichweite zu erzielen. Hier in dem Fall ist es so, dass um den, ich sag mal, Elektrifizierungsgrad einer Fahrzeugflotte zu erhöhen, Plug-in-Hybride genommen werden. Das wird noch viel intensiver nächstes Jahr sein, wenn die private Nutzung eines elektrifizierten Fahrzeugs, also Plug-in-Hybrid und Elektrofahrzeug, also rein elektrisches Fahrzeug, von 1 auf 0,5% sinken wird. Dann werden sehr viele Firmen Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge anschaffen, die so genutzt werden, wie es für den Plug-in-Hybrid eigentlich gar nicht sinnvoll ist. Na, dann hier zum Beispiel in dem Artikel, über den ich gerade rede, geht es darum, was die Fahrzeugflotte der Politiker an CO2-Ausstoß hat. Und da ist dann zum Beispiel mit 408 Gramm CO2 pro Kilometer die Limousine vom Berlins regierenden Bürgermeister Michael Müller, das ist nämlich ein Mercedes-Benz S-Guard 600, die größte Dreckschleuder. Und hier ist es so, dass insbesondere bei den Politikern viele Langstrecken gefahren wird und dann bringt der elektrische Antrieb kaum etwas. Es wird natürlich, wenn man zum Beispiel auf der Autobahn fährt und bremst, dann ein Teil der Bremsenergie in den Akku zum Aufladen wieder verwendet. Teilweise wird auch der Verbrennungsmotor genutzt, um den Akku des Plug-in-Hybrids zu laden. Aber auch das kostet immer zusätzlichen Treibstoff und entsprechenden CO2-Ausstoß. Das heißt, viele Plug-in-Hybride werden nicht so gefahren, wie sie eigentlich sauber gefahren werden könnten. Und das führt dazu, dass in den nächsten Jahren sehr viele Plug-in-Hybriden auf dem Markt sein werden, die einen untermotorisierten Verbrennungsmotor haben, der mit elektrischen Komponenten auf, ich sag mal, normale Fahrleistung gebracht wird. Und wenn man nicht kontinuierlich die Akkus nachladen kann, führt das zu einem erhöhten Verbrauch. Das heißt, die Grundidee, dass man Treibstoff spart, weniger die Umwelt belastet, wird durch die praktische Nutzung von vielen Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen nicht gewährleistet. Wenn du ein Plug-in-Hybrid fährst und ein entsprechendes Fahrprofil hast, wo das nicht der Fall ist, fühle dich bitte nicht angesprochen. Es gibt Situationen, da macht das Sinn. Aber bei vielen ist es immer so, dass einfach aus steuerlichen Gründen, aus Imagegründen ein Plug-in-Hybrid gekauft wird. Der wird rein über den Verbrenner gefahren und die elektrischen Komponenten werden sozusagen vom Verbrenner aufgeladen. Und das konterkariert das System, die Idee dahinter. Kommen wir zu Mercedes-Benz. Vielleicht erinnerst du dich, dass wir vor kurzem eine Einschätzung eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens hatten, dass Mercedes-Benz der große Gewinner des Wandels hin zur Elektromobilität sein wird. Da gab es viele Fragezeichen, viele kritische Kommentare auch zu dieser Einschätzung. Jetzt hat elektrif.net hier mit Wilko A. Stark, das ist der Leiter Daimler und Mercedes-Benz Car Strategie und Leiter Case, ein umfangreiches Interview geführt. Gerne könnt ihr euch das Interview durchlesen. Ihr findet den Link unten in der Beschreibungsbox, wie üblich, unter dem Video. Was das Wichtigste daraus ist, dass Daimler-Benz ist also sehr ernst meint und das Ziel hat, ab 2022 die gesamte Mercedes-Flotte zu elektrifizieren. Also wir reden hier nicht nur von einzelnen Fahrzeugen, sondern von verschiedenen Segmenten. Es ist so, dass insgesamt 130 elektrifizierte Fahrzeugvarianten auf den Markt kommen sollen und davon alleine mehr als 10 Modelle, die rein Elektro-Pkw Modelle sind von dieser EQ-Marke, ne, wo ja jetzt demnächst der EQC rauskommt, der als SUV-Crossover dort den Start macht. Also das heißt, Mercedes-Benz meint es hier richtig ernst. Es hört sich natürlich super an, 130 elektrifizierte Fahrzeuge. Da reden wir von vielen, vielen Plug-in-Hybriden, nämlich von 120 der 130 oder etwas weniger. Denn nur 10 sind rein elektrisch, aber diese werden auch das gesamte Segment dann entsprechend ausfüllen. Also das heißt, vom Kleinwagen über Mittelklasse bis zum SUV wird dann rein elektrisch verfügbar sein.
Das finde ich einen sehr interessanten Plan. Wir werden natürlich wieder schauen, wie der in der Praxis denn umgesetzt wird und was von den Ankündigungen dann auch entsprechend zeitnah oder im Plan umgesetzt wird. Aber das wird wahrscheinlich unter anderem ein Hintergrund sein für diese Studie. Mercedes, muss man ganz offen sagen, ist hier nicht der Einzige, der sich sehr eindeutig zur Elektromobilität bekennt. Ähnliches haben wir auch von Porsche und von VW. Also es das heißt, die großen Autohersteller sind hier am Ball. Für uns in der Praxis wird sich dann zeigen, wie viel davon wirklich rein elektrisch wird und wie viel dann nur elektrifiziert sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass die Elektrifizierung der Fahrzeuge nur eine Übergangsgeschichte sein wird, weil immer mehr Menschen merken, wenn sie rein elektrisch fahren, wie viel besser das ist, als wenn ein Verbrennungsmotor anspringt. So ist es mir zum Beispiel mit dem BMW Active Tourer gegangen. Ich fand ihn als Elektrofahrzeug gigantisch. Das war genau das passende Auto für den Einsatzzweck, den wir geplant haben. Aber sobald der Verbrennungsmotor angegangen ist, war das Auto nicht mehr interessant und die Kombination aus beiden war für unser Fahrprofil, nämlich Langstrecke, völlig uninteressant. Denn was nützt mir ein Verbrennungsfahrzeug, was auf der Autobahn ja, 400 Kilometer weit kommt, ständig aufgeladen werden muss und überdurchschnittlich viel Verbrauch hat? Also eine interessante Strategie hier bei Mercedes. Wir behalten im Blick, was daraus wird. Auch bei der Batteriezellenproduktion, bei der Entwicklung der Akkuzellen geht es weiter. Hier haben in letzter Zeit viele verschiedene Konzerne Neuigkeiten angekündigt. Jetzt hat auch CATL nachgelegt. Es geht darum, dass die Lithium-Ionen-Batterien überarbeitet werden, um zum einen eine höhere Energiedichte zu erreichen, also mehr Energie auf gleichem Bauraum speichern zu können und zum anderen die, ich sag mal, schwierig zu beschaffenden Inhaltsstoffe wie Kobalt deutlich zu reduzieren. Denn hier ist die Problematik, dass die Liefersituation aufgrund der politischen Instabilität in den Förderländern nicht stabil ist und deswegen versuchen alle Beteiligten, also auch Tesla zum Beispiel, den Kobaltanteil deutlich zu reduzieren bei den Akkus. Und CATL hat hier eine entsprechende Entwicklung gemacht und will ab nächstes Jahr dann auch den neuen Akku einführen. Ja, wenn dich das Thema Akkutechnologie weiter interessiert, habe ich hier bei elektro.net auch noch ein interessantes Video gefunden. Und zwar berichtet hier Dr. Andreas Piepenbrink, das ist der Geschäftsführer des Osnabrücker Energiespezialisten E3DC, von seiner Reise nach China, Vorstoß von China im Akkumarkt. Neulich hatten wir ja wieder das Thema Brennstoffzelle. Heute haben wir hier ein Thema, ein Aufgabengebiet, ein Einsatzbereich, den ich für eine Brennstoffzelle durchaus sinnvoll finde, nämlich Schiffe. Das Problem bei den Schiffen ist, vielleicht weißt du es, dass sie sehr viel Dreck ausstoßen, dass mittlerweile einige Häfen dafür gesorgt haben, dass sie im Hafen nicht mehr Schweröl verbrennen dürfen. Es gibt dieselelektrische Antriebe, es gibt Gas-dieselelektrische Antriebe. Also man versucht für die verschiedenen Fahrsituationen, zum Beispiel Anlegemanöver im Hafen, Einfahrt in den Hafen, Langstrecke auf den Meeren, unterschiedliche Antriebskonzepte. Denn auf dem Meer ist es nach wie vor leider möglich, dass man da das ganz schwere und ja auch giftige Schweröl verbrennen kann. An Land ist das viel zu gefährlich. Und dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass ein Brennstoffzellensystem in Schiffen Sinn macht. Man hat die Infrastruktur am Hafen, um große Mengen an Wasserstoff ins Boot, ins Schiff zu laden und dann eben auf der Fahrt diesen zu verbrennen und dann elektrische Energie für den Antrieb zu generieren. Also ein ganz interessantes Konzept. Hier gibt es eine neue Zusammenarbeit zwischen Siemens und PowerCell, die diese Brennstoffzellsysteme für Schiffe entwickeln. So eine Strafe können sich wirklich nur die Amis ausdenken. Volkswagen ist ja im Rahmen der Kampagne Electrify America verpflichtet worden, dass sie hier Elektroautos bewerben, und zwar nicht eigene, sondern von Mitbewerbern.
Durch den Dieselskandal gab es ja Urteile in Amerika und Volkswagen ist sozusagen zur Wiedergutmachung dort verpflichtet worden. Sie müssen nicht nur Geld an die Käufer zahlen, sondern auch die Ladeinfrastruktur aufbauen und unter anderem hier eben dann auch ein Video erstellen, wo sie die Autos von ihren Mitbewerbern, also Elektroautos, bewerben. Sehr skurril, guckt euch den Spot an, er ist ganz kurz, aber die Idee dahinter, das als Strafe umzusetzen, ist wirklich sehr skurril. Bezüglich Sono Motors kriegt ihr ja immer wieder mal ein Update. Jetzt ist es so, dass Sono Motors wieder auf Tour geht. Niederlande, also Holland, ist inklusive. Es gibt hier viele verschiedene Städte, eher so im südlichen Bereich von Deutschland. Also falls ihr das noch nicht genutzt habt, den Sion von Sono Motors zu fahren, empfehle ich es euch. Das ist der erste elektrische Van, der mir bekannt ist, der auf den Markt kommen wird. Nächstes Jahr ist das der Fall. Ich fand das Konzept sehr gut. Ich habe ihn letztes Jahr im Sommer in Hamburg Probe gefahren und war von der Idee begeistert, weil es eben halt auch sehr viele verschiedene Konzepte rund um die Elektromobilität beinhaltet. Immer wieder in den Städten wird gefragt, ja, wie soll man die ganzen Elektroautos laden? Ubricity hatte dazu in Berlin versucht, ihre Idee, Straßenlaternen in Ladestationen umzuwandeln, umzusetzen. Das ist leider nicht möglich gewesen aufgrund der politischen Situation in Berlin. Jeder Oberbürger, also jeder Bezirksbürgermeister ist sozusagen sein eigener Staat und deswegen gab es keine übergreifende Lösung. Jetzt sind sie in London sehr aktiv. Darüber hatte ich auch schon das eine oder andere Mal berichtet. Aber hier nochmal als Information für alle neuen Zuschauer. Man kann also an Straßenlaternen laden. Und wir haben das also auch in München schon ausprobiert mit unserem BMW i3. Den haben wir über Nacht an so einer Straßenlaterne geladen. Denn da ist natürlich jetzt keine hohe Ladeleistung zur Verfügung. Aber so, dass man da sein Elektroauto über Nacht problemlos aufladen kann. Für alle, die das Thema Elektroroller interessiert, habe ich hier einen interessanten Artikel in der Zeit Online entdeckt. Lest euch den einfach durch. Hier werden verschiedene Elektroroller beleuchtet und der Markt betrachtet. Kommen wir zu der Tesla-Ecke. Die habe ich heute mal am Ende der Nachrichten zusammengefasst. Und zwar ist es so, dass interessanterweise in Amerika zwar 115 Tesla gestohlen worden sind, aber 112 sind auch wiedergefunden und an den Eigentümer zurückgebracht worden. Der etwas scherzhafte Kommentar von Frederick, der hier Electric geführt ist, so nach dem Motto, dass sich vielleicht die amerikanischen Diebe weiterbilden sollten, denn in Deutschland, in Europa ist das ganz anders. In Europa verschwinden alle, nahezu alle Teslas, die geklaut werden, sofort, denn die werden sofort in Einzelteile zerlegt und über die Landesgrenze gebracht, wie neulich der Fund der niederländischen Polizei gezeigt hat, die beim Grenzübertritt einen auseinandergebauten Tesla Model S sicherstellen konnte. Das ist hier also in Deutschland ganz anders, aber in Amerika sind die Diebe offensichtlich nicht so versiert, dass sie die Autos dauerhaft entwenden können. Beim Tesla Model 3 war ja die viel diskutierte Frage immer, wann kommt jetzt endlich die Billigversion, wann kommt die 35.000 Dollar Version in den Handel, wann wird begonnen, sie zu produzieren. Dazu hat sich jetzt Elon Musk geäußert, nicht direkt, aber man kann aus den Informationen Rückschlüsse ziehen. Und zwar ist es so, dass sie das Produktionsdesign nach wie vor weiter verbessert haben, dass der Primärfokus jetzt auf der Herstellung der erschwinglichen Version von Model 3 und Model Y liegt. Und dass bei dem neuen Batteriemoduldesign das Design so entwickelt worden ist, dass das gleiche Ergebnis, also Energiedichte zum Beispiel, erzielt wurde, das aber leichter, besser und billiger ist. Also das heißt, der Akku ist leichter, dadurch natürlich auch das Auto. Der Akku ist günstiger, insofern ist das Auto auch billiger und das soll zum Ende des Jahres eingeführt werden, sodass dann wahrscheinlich in Quartal 1 die 35.000 Dollar Version geliefert wird als leichterer, billiger und besserer Tesla Model 3 und dementsprechend auch eine höhere Reichweite hat.
Also es sind sehr interessante Nachrichten, denn ich, habt ihr vielleicht in den Kommentaren gelesen, warte natürlich sehnsüchtig auf einen größeren Akku für das Tesla Model S, der mehr Energie speichert, höhere Ladeleistung ermöglicht, keine Reduktion der Ladeleistung auf die Zeit hat und dementsprechend ja, dann vielleicht sogar auch das Tesla Model S leichter macht. Und das Interessante ist ja, Tesla hat in der Vergangenheit also auch tatsächlich günstigere Preise bei den Akkus im Fahrzeugpreis widerspiegeln lassen. Also sprich das Model S und X vom Preis her reduziert. Das heißt, man kann spekulieren, dass dann ein größerer Akku vielleicht gar nicht mehr kostet, sondern dass der dann einfach in dem Preisniveau vom Model S 100, X 100 liegt, aber zum Beispiel 130 Kilowattstunden hat und die eben angesprochenen Fähigkeiten. Also da bin ich ganz gespannt. Offensichtlich ist da viel Bewegung drin und ich kann mir vorstellen, dass da im Laufe der nächsten Monate, im Laufe des nächsten Jahres etwas passieren wird. Passiert ist auch dem einen oder anderen Tesla Model 3 Fahrer etwas sehr Überraschendes, und zwar haben einige ihre Heckstoßstange verloren. Also es ist nicht nur das rote hier, sondern auch ein anthrazitfarbenes Fahrzeug von betroffen. Erst hieß es so nach dem Motto in einigen kritischen Medien, Tesla fällt bei Regen auseinander. Hintergrund ist wohl, dass die Fahrer mit ihrem Tesla Model 3 durch tiefere Pfützen mit höherer Geschwindigkeit gefahren sind und dabei durch den Wasserdruck, ich vermute mal der aufwirbelnden Räder am Heck, die Heckstoßstange abgerissen worden ist. Also da scheint es noch ein Problem zu geben. Es gibt bisher noch keine Stellungnahme von Tesla. Insofern können wir nur spekulieren. Das ist das sogenannte von mir jetzt getaufte Rain Gate, weil ja jetzt irgendwie alles immer Gate heißt. Und dementsprechend gibt es hier wohl irgendwie noch ein Konstruktionsproblem mit der Heckstoßstange. Aber wie wir Tesla kennen, wird Elon sich da in Kürze zu äußern. Ich wollte euch schon mal die Informationen geben. Nicht, dass ihr denkt, so nach dem Motto, Tesla Model 3 fällt auseinander, weil alles geklebt ist, wenn ein bisschen Regen drauf fällt. Wir sind durch tiefe Pfützen gefahren und wenn ihr mal, zum Beispiel, wenn ihr im Boot unterwegs gewesen seid, mit der Hand über das Wasser gefahren seid, wisst ihr, was für ein Druck da bei höheren Geschwindigkeiten herrscht, und der hat hier die Heckstoßstange abgerissen. Vermutlich. Wir werden es sehen. Soweit zu den heutigen E-Auto-News. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wenn ihr noch nicht meine Abonnenten seid, freue ich mich natürlich darüber, dass ihr im Point of Interest hier auf das Elektroauto drückt. Stellt die Benachrichtigung ein, so sehen wir uns nämlich im nächsten Video, weil ihr darüber eine Information von YouTube bekommt. Ich freue mich auf euch. Bis dann, euer Dirk Henningsen.